Schauen wir mal. Irgendwie ist dieser klumpert. Richtig fest verschraubt. Jetzt ist schon auf der Schaß. Und jetzt schon wieder. Was ist denn da hinten? Oh mein Gott, ein schöner, sauberer Bruch. Wenn du auf der Suche nach Survival-Ausrüstung bist, dann wird dir Amazon immer wieder mal so ein Zeug hier zeigen. Nämlich ein perfektes Überlebens-Super-Multitool. Und natürlich alles perfekt verpackt in einer super Umhängetasche. Und schnick, hat man das perfekte Multifunktionsabwehrkampftool. Also wenn ich mir einen Spaten und eine Axt kaufen würde, dann hätte ich zwar zwei vernünftige Teile, die auch leichter wären, aber sei es drum. Tactical, tactical. Ja, und wir wollen herausfinden, warum ich der Meinung bin, dass das ein absoluter Schaß mit Quasteln ist. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe vor vielen Jahren schon mal so ein, ja, ich sag jetzt mal Klumpert getestet. Und es ist ja nach einigen Minuten zu Bruch gegangen. Da, 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 da. Das hier muss ich unbedingt ebenfalls testen. Schaut zwar etwas stabiler aus, aber ich glaube, dass es trotzdem Müll ist. Aber egal, Aufgabe Nummer 1, eine Grube graben. Ich bin ja der Meinung, dass man gar nicht so oft Gruben graben muss beim Survival. Aber gut, warum nicht? Und grundsätzlich funktioniert das auch. Also das ist schon okay. Aber beim Reinhauen von diesen doch überschweren Spaten drehen sich diese Teile da immer wieder auf und das wird locker. Und das finde ich irgendwie bläh. Und jetzt schon wieder. Das Ding wird immer locker. So Schaß. Gut, aber fairerweise muss man dazu sagen, es ist zumindest nicht gebrochen. Ich kenne da andere Dinge. Also abgesehen davon, dass sich halt der Stiel immer wieder aufdreht, das Tool selbst wird nicht so leicht kaputt und das ist einmal okay. Test Nummer 2, das integrierte Messer. Das ist ja alles so lustig hohl mit Aluminium, Flugzeugaluminium, gemacht von Maschinenbauexperten, damit man hier Messer einbauen kann, die dann wiederum auch als Speer eingesetzt werden können, also multifunktional zum Überleben. Aber gut, die Klinge, schauen wir mal. Und sag, ich bin voreingenommen, aber jedes Kindergartenmesser wird besser schneiden. Also es ist zwar besser als mit meinem Finger das zu machen, aber mit einem richtigen Messer schaut die Sache schon ganz anders aus. Gut, aber ich will nicht unfair sein, es schneidet etwas und deswegen sage ich, na gut, kriegt's halt einen Punkt. Was ist denn da hinten? Oh, ein Feuerstahl. Test Nummer 3, Feuerstahl. Und ja, das funktioniert. Ohne Probleme. Punkt. Es gibt auch noch einen Fischspeer, den man einbauen kann. Flaschenöffner mit dazu und auch so eine kleine Säge. Und warum auch nicht? Und was sie wirklich gut gemacht haben, sie haben ein ganz feines Gewinde für diese Einsätze gemacht. Und da muss man sich wirklich anstrengen und das dauert auch wirklich. Und daher sitzen die zumindest fest. Also das ist okay. Ob man mit dem wirklich einen Fisch sperren kann, ich weiß es nicht und möchte es nicht ausprobieren. Obwohl ich im Buschgriff der Real auf Altola.at bin. Das ist dort, wo die Survival Rally 2024 im August stattfinden wird. Wir werden keinen Fisch erlegen. Aber wir werden trotzdem schießen. Aber egal. Das schauen wir uns anders mal an. Zurück das Messer. Das geht da gar nicht rein. Was muss ich tun? Da habe ich den falsch gemacht. Ah, das gehört da rein. Aha, okay. Das gehört hier rein. Irgendwie ist dieser klumpert. Hm? Hä? Aha. Vielleicht hält das dann auch besser beim Hacken. Richtig fest verschraubt, denn jetzt kommt der letzte Test. Hacken, hauen, brechen mit dieser Super-Axt. Die auch Ausnehmungen für einen Hex, so Hexmutter haben. Sechskant. Sechskantmutter, ja. Naja, wir werden sehen. Nur wegen der Sicherheit. Das hier, das müsste nicht sein. Also immer wenn man da hergreift, könnte man sich ein bisschen wehtun. Aber nur ein bisschen. Aber wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Dreht sich schon auf, der Schaß. Oh mein Gott. Ha! Bing. Bong. Bong. Jetzt habe ich in meiner Karriere schon zwei dieser Tools innerhalb
von 15 Minuten kaputt gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe kein Händchen dafür. Ein schöner, sauberer Bruch. Genau an der Stelle. Ist wunderschön, ist wunderschön. Und was ist die Moral aus der Geschichte? Kauf so ein Klumpert nicht. Das ist jetzt schon das zweite, das ich kaputt gemacht habe innerhalb weniger Jahre. Und ja, so hat das ausgeschaut und jetzt schaut es so aus. Und es ist kein Fabrikationsfehler, sondern es ist einfach bei diesem System, das geht nicht, das geht einfach nicht. Unabhängig davon, dass dieses Aluminium-Ding so schwer ist, dass ich damit zwei Äxte und zwei Schaufeln, also zwei Spaten und zwei Messer mit mir führen könnte und hätte noch immer nicht das Gewicht von diesem Schaß hier zusammen, ist es ineffizient, funktioniert nicht und reine Ressourcenverschwendung. Du hast ja noch immer... den Spaten. Und fairerweise muss man dazu sagen, dass der Spaten das ja auch, also hätte ich erwartet, dass der schon bricht, aber der schaut etwas besser aus, aber das ist ja keine Axt, ja, obwohl der da so angeschliffen ist, so zur Verteidigung. Dennoch gebe ich dir den Link auf Amazon, genau auf dieses Ding. Dort kannst du anschauen, was andere Kommentatoren und Rezensenten schreiben, wie toll und großartig dieses Ding nicht ist. Und ja, dir deine eigene Meinung bilden. Und genau dieses eine Teil, das stelle ich bei mir in den Shop ein. Und wenn du das haben willst, zu einem schlanken Preis, gebe ich da auch den Link. Aber es ist kaputt. Ich möchte gleich dazu sagen, es ist kaputt. Und ich sag, kauf das nicht. Kauf es trotzdem nicht, aber egal. Ah ja, und wenn du mich live erleben willst, dann komm auf die Survival Rally 2024. Das ist im August hier im Buschkraftareal. Link findest du auch unten. Wie gesagt, ich bin sehr deprimiert. Aber es bleibt mir trotzdem nur zu sagen, kauf niemals irgendeinen Multitool-Scheiß auf Amazon. Nie, kauf das nicht. Das ist alles was Scheiß.